Dänemarks Nationaltrainer H.H. Reide hofft weiter auf einen WM-Einsatz von Niklas Bendtner. Der Angreifer, der am Wochenende im Spiel seines norwegischen Clubs Rosenborg Trondheim ausgewechselt worden war, hat sich offensichtlich doch nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Das Ergebnis des Scans war positiver als wir erwartet haben, sagte Hareide im Trainingslager in Helsingør. Die Untersuchungen hätten eine Verletzung in der Leistengegend ergeben. Beim bevorstehenden Härtetest gegen Nachbar Schweden wird Bendtner zwar aller Voraussicht nach fehlen, für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland könnte es aber doch noch reichen. Größer als Tipp, kalovo.de bietet dir in Kooperation mit sport.de den kompletten WM-Spielplan kostenlos und ohne Anmeldung direkt für deinen Kalender. Immerhin haben die Bilder des Scans nicht ergeben, dass er es nicht schafft, zu Hareide. Der Coach muss seinen endgültigen Kader am 4. Juni benennen. Derzeit stehen 27 Profis im Aufgebot der Skandinavier, die in Russland auf Frankreich, Peru und Australien treffen.